Hallo, hallo, hallo und willkommen. Wir spielen heute wieder ein wenig Medieval Dynasty im Solo-Spielstand. Ups, jetzt ist der Chat weg. Da ist er wieder. Sollte ich das mal vorher einstellen? Ja, genau. Wir spielen ein wenig Medieval weiter. Und geplant ist es, neue Häuser zu bauen. Und zwar dachte ich mir, dass wir hier dann noch so ein paar hinbauen. Und hier vielleicht dann die Taverne. Mal kicken. So. Wo laufe ich eigentlich? Da muss ich lang. So. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie wir hier weitermachen. Oh, hi. So, dann sind wir jetzt endlich zu Hause. Und so, die Planung. Das Haus haben wir fertig. Okay, also, dann kicken wir mal. Ich brauche eine Schaufel. Wow. So. Und 6, 6, genau da. Schade, dass man das hier nicht irgendwie verankern kann. Okay, da hinten ist... Und dann ist sonst die beiden Bäume. Okay, dann jetzt. Das kann ich natürlich einfacher bauen, aber ich will ja...
Ja. Dann ist hier zwischen den Bäumen der Eingang. Hier kann ein bisschen Deko und so weiter hin. Zaun zwischen den... Ja, das finde ich nice. Wollen wir erstmal Holzstämme? Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich den Punkt da oben gesetzt habe. Weil ich Krähen jagen wollte. Funktioniert das? Nee, okay, das muss dann hier hin. Oh. Ja, und damit hier dann der Eingangsbereich ist und... nice, okay. Und hier noch. Okay, dann gucken wir noch mal eben nach. Hier oben sollten auch noch Krähen sein. Brauch noch zwei Stück. Das hat nicht geklappt. Sauber. I don't want to be lonely anymore. Oh. Okay, dann bauen wir Wände ein. Holen wir noch Kalk, dann können wir das Haus nämlich fertig verkalken. Also verputzen in dem Fall. Ja, die Kneipe kann man ganz als letztes bauen. Bitten problematisch, aber das ist halt so.
Na, wie geht's? Dankeschön. Nee, heute ist so ein bisschen Entspannung angesagt. Und ich guck erstmal, ob ich hier nochmal irgendwo Krähen finde. Aber bis jetzt sah es schlecht aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du mit Pfeilen auf eine Schräge schießt, verschwinden die Pfeile im Leeren. So. Naja, warm ist es halt, die hohe Luftfeuchtigkeit muss jetzt bei mir. Ja. Ist bei mir dasselbe. Ich hoffe auch einfach, dass es nachher irgendwie richtig schön abkühlt. Dass ich dann das Fenster aufreißen kann und ein bisschen entspannter schlafen kann. Jetzt muss ich noch irgendwie noch einen Vogel. Ja, das glaube ich. Ich würde auch schwer hoffen, dass so eine Banane das Wetter besser ab kann als wir. Weil sonst wird es ja richtig kacke. Und das wäre dann ja so gesehen heißer als in den Tropen. Und darauf hätte ich echt keine Lust. Ja, okay, dann gehen wir mal eben was trinken. Vielleicht spawnen die dann gleich wieder. Ja, ich habe auch total die Probleme mit der Hitze. Vor allem auf der Arbeit müssen wir lange Hosen tragen und das killt mich dann in dem Fall immer. Mir wird dann so fucking warm, das geht gar nicht. Und wenn es halt diese Luftfeuchtigkeit ist, ne? Also ich würde auch schon fast eher sagen, bei mir ist es auch eher so ein Punkt mit yay, mit Luftfeuchtigkeit und Hitze. Obwohl Luftfeuchtigkeit allgemein. Ja, das auf jeden Fall. Ja, trockene Hitze ist auf jeden Fall viel, viel besser. Also damit komme ich auch viel, viel besser klar. Ja. Ja, und bei mir ist es nicht unbedingt der körperliche Schweiß und so weiter, sondern ganz viel auch die Luft ist fürs Atmen halt irgendwie sowas von hart ekelhaft.
Das, ja. Ja, also ich komme da wirklich nicht drauf klar. Also es kann dann passieren, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dass ich einfach straight up eine Nasennebenhöhlenentzündung bekomme und dann einfach krank werde. Einfach gefühlt, weil einfach nur die Luftfeuchtigkeit kacke ist. Deswegen ist bei mir zum Beispiel auch mittlerweile fest etabliert der Luftentfeuchter in der Wohnung, der das auf angenehme 55% hält. Hallihallo. Ja, bei mir in der Wohnung geht's aktuell. Hauptsächlich wegen der Klimaanlage und dem Luftentfeuchter. Und vielleicht wegen den 60 cm dicken Wänden, die auch noch gut die Temperatur runterhalten. Have a nice day. How is life treating you? See you soon. How do you do? Have a good day. Rote Beete kaufen, okay. Also ich bin im Erdgeschoss und hatte die Klimaanlage heute auch noch nicht laufen, also es hält sich in Grenzen, muss ich sagen. Also es sind jetzt auch gerade mal, ich glaube, 24 Grad hier drinne. How can I help? My way. See you around. Hi, old friend. Rot Beete. Oh. Want to see my wares? Good luck. So. Nee, Have a nice day. Also, wie gesagt, bei mir kommt es beim Schlafen echt drauf an, dass die Luftfeuchtigkeit runter ist. Deswegen mache ich zum Beispiel auch kein, lasse ich über Nacht das Fenster zum Beispiel nicht offen, weil das sonst echt wird. Außer die Luftfeuchtigkeit ist draußen niedriger, dann geht das auch klar. Ja, ich glaube, das geht bei uns allen nicht, dass wir so rumlaufen können, wie wir wollen, oder? Ja, bei mir auch. Das ist so nervig. Und vor allem bei
Das sorgt bei mir für harte Überhitzungsgefühle. Ja, bei uns ist... Also. Das hier ist die Außenwand von unserem Büro. Wir sind im Erdgeschoss. Hier oben. Das hier ist das Erdgeschoss. Und hier unten ist das Kellergeschoss. Aber hier geht halt noch so eine Rampe runter. Und genau hier unter meinem Bürofenster ist eine Wäscherei. Und das Ausgangsrohr für die Heißmangel ist hier. Das heißt, auch Montag haben sie jetzt die Heißmangel im Betrieb gehabt. Und die ganze heiße Luft ist oben in unser Fenster reingezogen und mit der Luftfeuchtigkeit und... Also das macht richtig Laune. Also ich wohne auch recht ländlich, aber bei mir sind Fliegengitter vor, also ist das egal. Ja, mein Büro ist recht groß, aber das teile ich mir auch mit 4 anderen Leuten, also hält sich das noch in Grenzen. Und die Schreibtische sind so groß, dass da 3 27 Zoll Monitore drauf passen. Nice. Bei uns wird's nicht, weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Deswegen können die zum Beispiel auch nicht das Ausgangsrohr von der Heißmangel irgendwo anders hinsetzen. Also das ist richtig, richtig schön geil, angenehm. Ja, mehr als 2 Quadratmeter und echt kacke, dass das dann solche Leute entscheiden. Bei uns ist halt, ja, keine Chance. Also du musst da wirklich schon mit dem Arbeitsschutz hingehen und nachweisen, warum das in dem Büro zu warm ist und dass das gesundheitsgefährdend ist und. Und dann hast du vielleicht eine Chance auf eine Klimaanlage. Aber erst ab über 30 Grad in der im Büro, was wir Montag hatten, aber das kommt ja durch die Wäscherei, deswegen kriegen wir da keine Klimaanlage rein, weil das Wetter das ja nicht hergeben würde. Der Weg nach Hause ist meistens das Highlight des Tages. Auto für 5 Minuten, dann pulvert die Klima voll durch. Ja, ich fahre mit dem Fahrrad nach Hause, das geht auch völlig klar. Und dann hier in die... Also du heizst dich dann während der Fahrt mit dem Fahrrad, heizt du dich ordentlich auf, was mega ist. Und dann haust du dich hier in die Wohnung rein und hier ist halt echt kühl dann in dem Fall.
Ja, das ist ja normal, das mit dem Luftfeuchtigkeitsaustausch. Aber was ich bei solchen Temperaturen und bei so einer Luftfeuchtigkeit echt absolut ekelhaft finde, ist Wäsche aufhängen in der Wohnung. Das ist, als ob du die Luft schneiden kannst. Der Galgen ist weggekommen. Nee, ich hänge meine Wäsche in der Wohnung auf, also deswegen ist das dann halt ein bisschen ekelhaft. Ja, doch, aber der ist ja frei zugänglich. Und auf der anderen Seite ist der Parkplatz von einem großen Verwaltungsgebäude. Da werde ich garantiert nicht meine Wäsche draußen aufhängen. Und ich habe keinen Bock, einmal über einen Parkplatz zu laufen, nur um da hinzukommen. Also kommt die Wäsche in die Wohnung und der Luftentfeuchter wird da drunter gestellt. Das hat sich böse angehört. Danke schön. Du Arsch. Ja, das ist aber auch fies von dir. Geh doch.
Nice, alle abgeschlachtet. Moin, Link. Warte. Ich lade gerade mal Discord. Irgendwie juckt die Nase. Ist das gerade bei dir zu Hause? Das ist echt übel. Alter Schwede. Warum denn nur? Also, bei mir scheint die Sonne. Oh Gott. Passt also alles zusammen. Scheiß Wetter und scheiß Lage. Ja, da hast du recht, Zuschauer. Das wäre natürlich auch verlockend, wenn das hier mal ein bisschen abkühlen würde. Gott. Was zur Hölle, das ist ja richtig ekelhaft. Eine Woche lang schon so um die 30 Grad. Was geht? Okay, da habe ich ja echt Schwein gehabt, dass das hier eigentlich relativ in Ordnung ist, alles. Wo sind Dachse?
gehen wir hier lang und gucken, ob wir hier Dachse finden. Okay. Ich habe nur einmal da Dachse gefunden, aber die habe ich gerade alle erledigt. Jau. Und wer kann denn damit rechnen? Moment. So. Hallo, Angebor. Ne, Angbor, sorry. Hi. Dankeschön. Ich dachte, ich krieg das hier mit der Nahrung hin. Aber... Ach, das macht nur eben schnell fix. Okay.
Ich hoffe, dass ich die Banditen gleich einfach wegrotzen kann. So. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo waren die anderen beiden Gegner? Hä? Ich hatte hier doch noch zwei erledigt. Ah, auf der anderen Seite. Okay. Und dann gucken wir mal hier ins Lager rein. Eisenpfeil, nice. Davon können wir wieder ein paar gebrauchen. Und wir brauchen nach wie vor Dachse. Irgendwo ist das ein Dachs? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, ist das schlecht. Oh oh. Nein, leider nicht. Ich werde hier noch wahnsinnig. Da kommt von allen Seiten andauernd sehr fragwürdige Sprüche, beziehungsweise flache Sprüche. Aber ich bin auch nicht besser. Oh. Hier. Gott.
Gut, dass es keine Elche sind. Hier sollen sich lange Stöcke bewährt haben. Bitte was? War klar, dass da dein Fetisch dann wieder vorkommt. Mit langen Stöcken auf Elchen dreindreschen. Glückwunsch dazu. Gott sei Dank, endlich geschafft. Oh, ich trage auch noch zu viel. Das tut alles weh. Dünnes Äschen. Oh. Hey. Oh Gott. Vor allem diese Smileys.
Macho. So, dann holen wir noch Beretta. So. Hä, was fehlt denn jetzt noch? Oh. Oh, zwei Bretter. Ernsthaft? Ach ja. Manni, ich habe ein bisschen am React-Screen rumgearbeitet und bin jetzt eigentlich so weitestgehend fertig. Und ich habe die komplette Konfiguration des OBS umgestellt. Das war nervig, kann ich sagen. Zwei Bretter. Yay! Einfaches Haus. Oh, nice. Ich guck mal bei mir, was meine Wetter-App sagt. Ja, gegen 22 Uhr kommt ein sehr kleiner Streifen angeflogen. Also nichts Wahres. So.
Erwin, wo bist du? How are you? Goodbye. Look! Oh. Komplett falsch. Hallo, Lala. Ja, ich musste eben gerade was anpassen. Sorry. Oh, sei froh, dass es bei dir schüttet. Bei mir leider noch nicht. Was ein bisschen echt hart blöd ist. So, was brauche ich denn? Einfaches kleines Haus wohne ich drinne. 222. Jagdhütte hat, Feldschuppen hat, also Kräuterhütte brauche ich. Was ist denn Kräuterhütte an? Ah, Überleben. Überleben. Experienced traveler, but a shy one. I only travel when nobody is watching. Bitte was? Maybe I'll start. Oh, I've been sober since last autumn. Oh, it's you again. Take care. Hello there. So. Yeah. Ja, die ist eigentlich gar nicht so gut. Und eigentlich, richtig platt gesagt, wollte ich das aus... Ach, aus diesem Menü kann ich das gar nicht machen. Ich hätte vorher in Studio-Modus wechseln müssen. Webcam Solo. So. Ja, so ist besser.
okay, dann geh mal anständig duschen. Have you heard? Hä? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte Angst, dass ich krank werde bei meinem Glück. Küche braucht Produktion. About a horse that could climb on roofs. Produktion 2. Produktion 1. How do you do? Und dann geht die in die Schmiede. Ja, okay. Ja, dann ist die Auswahl auch echt kacke, würde ich sagen. Also das Schlimmste, was mir bis jetzt passiert ist, dahingehend, das war, als ich das Motorrad aus Hannover abgeholt habe und es wirklich eine Stunde lang geregnet hat. Ja, genau. Das war kacke in ganz vielen Aspekten. Gab es nicht auch irgendwie einen Schneemann?
es nicht irgendwas mit Palisaden? Ah, Palisade. 2506. Okay, wenn es nicht kalt ist, dann geht es ja noch mehr klar. Mir war ziemlich kalt, als ich da lang gelaufen bin. Lang gefahren bin. Summer. The only time when you're not sure if you're sweating from the heat or from hard work. All right, then. Keep your secret. How it is with monarchs. Do what they say, but do not get too close to them. Okay, das lassen wir weg. Nice. So, dann holen wir uns Stecker. Okay, willkommen zurück. Richtig schön stürmisch, oder wie?
ich habe keine Schaufel dabei. Hier hämmert jemand, das ist maximal nervig. Hacke. Willkommen zurück. Was? Wieso denn das? Zuschauer, hättest du doch einen Tanz machen sollen. Keine Ahnung, wahrscheinlich am Daddeln oder so, würde ich sagen. Genau, und morgen ist wieder betreutes Spielen. Oder irgendwas mit Sozialleben könnte er vielleicht auch sein. Genau das habe ich mich auch gefragt. Total seltsam, diese Vorstellung alleine. Aber auch nur, weil ich in einer sozialen Einrichtung arbeite, sonst würde ich das auch nicht kennen. I love it when it's buzzing. Boredom is a silent killer. Oh, it's you again. Best good. Have a nice day. Hello. See you soon. Living in a smaller village,
Must be so dull. Willkommen zurück. Und, Manni, hast du schon dein React-Screen fertig? Okay, das kann ich auch verstehen. Ich habe das heute Vormittag, heute Nachmittag so semi im Homeoffice neben einer Sitzung fertig gemacht. Ah, ich brauche eine Schaufel, verdammt. Gut an eben hängen? Was? Dann eben hängen. Oh Gott. Ja. Mach dich drauf gefasst, das kommt bestimmt sehr unerwartet.
Mehr Bäume. Ja, die werden jetzt einfach irgendwelche Sachen dazu gedichtet. Mach dir da keinen Kopf. Du ziehst ihn aber durch. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Starting everything from scratch is cool. Quite exciting. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, du reitest dich da immer schlimmer rein. Gott, oh Gott, oh Gott. Der kriegt ja hier fast einen Herzinfall. So, dann zimmern wir da jetzt ein paar Sachen wieder rein.
Was los? Ach so, ja, ich bin dauermüde. Das ist ganz normal. Was zur Hölle? Wieso denn jetzt sowas? Yay, Haus freigeschaltet. So, was brauche ich denn für einen Holzschuppen? Gewinnung. Näherei, Werkstatt 2, nee. Produktion, ja. Noch 1000, ach du Kacke. So. Ne, Müdigkeit schließe ich ja nicht aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin ja müde, aber das ist noch ein bisschen viel zu früh. Also ich muss ja sagen, die Bäume bei unserem anderen Spot gefallen mir bedeutend besser. Yay, Gewinnung. Wir Bretter. Hello, yeah. Will it take long?
Noch mehr Bäume. Man könnte natürlich auch, wie heißt es gleich noch, ein Materiallager unten bei den Ahornbäumen bauen und einfach Holzfällen da reinschmeißen, wieder Holzfällen da reinschmeißen. Wäre natürlich auch eine Option. Langsam wird das hier echt kahl. Wow, mir fehlt echt nicht mehr viel. 12 Bretter. Verdammt. Nice. So, dann kriegen wir das Haus zumindest noch fertig. Oh. Oh. Nice. Okay, so, Landwirtschaft, nee, Tierzucht, Schweinestall, zu uneben. Hühnerstall.
Okay, also. Zaun hier ran, den Zaun dann hier hochführen. So. Hier drum und dann da ran. Dann hier und dann... Ja. Wie kannst du denn einen Regenbogen haben, ohne Regen abbekommen zu haben? Ja, ich glaube sehr dramatisch. Also reicht für einen Regenbogen. Also Manni ist auch schwer beschäftigt, würde ich sagen. Bei mir kam gerade ein Steam-Pop-up. Aber das Spiel ist auch mega. Und da kann man auch echt hart Zeit drinne verballern. Und das kann man auch im Koop spielen. Warte. Oh, ich hab's deinstalliert. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das ein wenig gespielt habe. Oh mein Gott, wieso kann das nicht ein einfaches Fenster sein? Wiedergabe. Oh mein Gott. Wow, Kackbildschirmlupe. Also, 115 Stunden habe ich das gezockt. Ich wollte da so einen coolen Zoom drauf machen, aber nee. Das will das nicht. Ja.
So, wir sollten gleich mal was trinken und noch was essen. So. Alter, dieser Schnauf-Charakter, ey. Oh mein Gott, da geht's ja noch weiter. So. Alter Schwede. So, ich will dann den Schweinestall und den Hühnerstall mal fertig bauen. Oh mein Gott.
Okay. Eigentlich zählt Steam immer komplett. Also wie lange du das Spiel hast laufen lassen und nicht nur ein Save Game. Juhu, und bist du trocken geblieben? Und willkommen zurück. Hau raus. Okay, komisch. Bei mir wird das immer anhand des richtigen Safe Games, nicht Safe Games, sondern anhand der Playtime gezeigt. So. Oh nein. Das ist durchs Fenster durch... Och, Kacke. Das ist ja mal... mega scheiße. Ich hoffe aber, bei dir ist nicht, bis auf die Pfütze, nichts weiteres passiert und... hast du mal die... anderen Fenster kontrolliert und die Wände? Oh. Dann ist das nicht nur von heute, würde ich sagen. Das... Ich hoffe... Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich hoffe, dein Vermieter ist nett, aber am Arsch. Ich würde das straight up sofort deinem Vermieter melden, auch wenn der nichts machen wird wahrscheinlich. Und dann mal gucken, was der sagt oder nicht sagt.
Und ja. Und natürlich versuchen alles zu trocknen, aber... Ja, oder das, ne? Also irgendwie... Was sollst du da auch machen? Bei so einem Vermieter hast du echt verloren. Stroh? Was zur Hölle? Ich dachte, ich hätte mehr. Dankeschön. Also ich würde auf jeden Fall zum Fensterexperten gehen, einfach um eine Meinung reinzuholen und das ist wahrscheinlich auch sehr interessant dann für den Anwalt. Weil wenn der Fensterexperte sagt, dass du keine Chance hast, die sind falsch eingebaut und sehr alt und wurden nicht richtig gewartet und. Ich glaube, dann kann da ein Anwalt auch mit der Gesamtsituation bedeutend mehr machen, nehme ich an. Und auch mehr für dich rausholen. Auto laufen, woo. Mach das mal. Ja. Das war auch mein erster Gedanke gerade. Deswegen sicherheitshalber.
Das ist ordentlich. Wetter. So. Ja, ich denke trotzdem, dass der Vermieter genau auf sowas gehen wird, einfach um Kosten zu vermeiden. Also darauf würde ich mich auch einstellen. Und Mani, viel Spaß dir. Welchen Anime willst du denn gucken? Und sonst erstmal gute Nacht und bis morgen. Also, run, boy, run. Ah. Ich hab mir, warte. Die Anime-Namen sind ein bisschen lang. Es ist ja jetzt die neue Simulcast raus. Tower of Gods habe ich mir heute runtergeladen. Und dann habe ich noch Failure Frame, I Become the Strongest and Annihilated Everything with Low Level Spells und The Ocean Newbie Adventure Trained to Death by the Most Powerful Party and Powerful Party Become Invincible. Und Tower of God. Simulcast. Ja, und dann wollte ich mal gucken, was ich noch mir reinziehe. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber das sind, die Mangas davon sind schon so geil. Oder Webtoons, ich weiß gerade nicht was. Und da freue ich mich so derbst drauf. Genauso wie von Solo Leveling. Ah. Der Anime war geil. Da muss ich dir leider hardcore sagen, bin ich überfragt. Nice to meet you.
Aber ich würde eigentlich sagen, nicht so lange. Hello there. Have a good day. Hello there. Stain looks a bit suspicious. Greeting. I've been farewell. Farewell. Ja, mit Klebstoff zusammen, soweit ich mich entsinne. I have a feeling we're not. In the valley anymore. Farming. There's nothing like the crackling. How is life treating you? To make you forget you're sleeping outside today. Hier sind nur Frauen. Was soll denn das? Oh, it's you again. Ich gehe auch davon aus, dass das irgendwas Epoxidmäßiges oder sowas ist. So. Ja, würde ich auch definitiv sagen. Also jetzt mit Spekulationen kommt man eh nicht weiter. Und ich glaube, das schiebt dann eher mehr Frust als alles andere. Willibur 2 2 Wie alt ist die Tante? 26 22 18 How is life treating you? I'm an experienced traveler. Have a nice day.
Ja. Kann ich dir gar nicht sagen, weil ich das eigentlich so gut wie nie mache. Also meistens schiebe ich Bilder auf die NAS und greift dann von da aus auf die Bilder zu. Also ich mache das rein über Wi-Fi. You again. Ja, so, aber wir brauchen noch Tierfutter. Der da müsste Tierfutter haben. How can I help you? My wares never disappoint. See you soon. People ride on horses with two large hunches on their backs. Okay, dann stellen wir ein wenig Bronze her. Kann das ein bisschen, damit wir Tierfutter kaufen können. Oha. Oh.
Oh, ein Gebäude freigeschaltet. Näherei. Okay, dann pennen wir jetzt erstmal eine Runde. Ups. Okay, dann muss ich noch ein bisschen ja, die sind definitiv älter. Also viel, viel älter. Und so wie die aussehen, war da vorher schon mal Wasser drinne. Ja. Dann ein paar Mal Wasser drin oder sowas, ne? Kannst du natürlich auch haben.
Da. Wir brauchen eine Schaufel. Damit wir die Bäume da entfernen können. So, Verwaltung und Plantage Feld 6. Cool. Aber warum? Ja. Okay. Da hast du dich ja fast um die Hälfte vertan.
Alter Schwede. Dann ist das zwischen 60 und 65, 66 Jahre. Ja, Alter Schwede. Zwischen 60 und 64 Jahre alt. Glückwunsch. Ja. Also, dass das mal irgendwann zu Bruch geht, würde ich sagen, ist ja eigentlich ganz normal. So, dann hoffe ich mal, dass ich genügend Krams verkaufen kann. Best products here. See you soon. An idiot. Okay. Cool. Und ein Hahn. Ah, Küken.
Geil. Das sieht langsam richtig gut aus. Produktion. Oh. Cool. Haben wir auch eine Näherei? Kalk. Wie weit ist der denn hier? Thank you.
Okay. Alter. Ja, so. Oh Gott. Wir sollten was trinken. Ausgewichen. Ja, da habe ich Bäume. Dach fertig. Dach hier auch fertig. Sauber. So, haben wir noch Äxte?
Okay. Das wird so lange dauern. Oh. Was hat denn der Grabungsschuppen für Probleme? Kein Werkzeug. Oh oh. Okay, warum willst du wissen, was das kostet oder wie? Ah. Das dauert.
So, Holzstamm, damit wir Kupferhaken bauen können. Thank you.
So. Haben wir Stöcker? 8. Do you have your eye on anyone? Forgettable one. Oh. Thank you.
Gott, oh Gott, oh Gott. Any quest? For the king? So, kriegen wir dann den Holzkram rein? So, und dann noch Holzstämme reinjagen.
Ha. Okay. Überleben. Uiuiui. I was using that. Cool. Das mit dem Kohl ist auch super.
Oh. Yay, 4. Cool. Nice. Aber ich soll mal was trinken. Ich soll mich mal waschen. So, ich denke mal, ich werde für heute Feierabend machen. Irgendwie kickt jetzt doch hart die Müdigkeit rein, schlimmer als sonst. Ja, aber so sind wir echt nice weit gekommen mit der Näherei da am Ende und dem zusätzlichen Feld, der Tierzucht, die wir jetzt dazu bekommen haben. Ich bin am Überlegen, ob ich die dann wirklich noch ans Feld anpasse, dass ich dann hier die, wie heißt das gleich noch? Die Zäune wegmache und dann einfach noch nach oben hin durchziehe, dass das halt alles da drin ist. Weil das passt echt nice rein. So komplett Feldarbeit. Dankeschön. Also, ja, und dann bauen wir dann die Tage dann nochmal da hinten weiter und hier dann so lang. Ich denke, das hier wird das größte Feld sein und dann geht das dann hier so runter noch ein bisschen. Aber ja, dann wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Ich hoffe, es kühlt sich bei euch ordentlich ab, dass es vielleicht ordentlich regnet, sodass die Temperaturen schön fallen, dass ihr gut schlafen könnt. Und ja, dann sehen wir uns morgen im betreuten Spielen wieder. Dann mit Manni wieder in dem anderen Safe Game. Und da gucken wir mal, was wir dann machen. Aber so, erstmal danke fürs Dabeisein. Schönen Abend euch und tschüriö und auf Wiedersehen. Und allen nochmal danke, dass ihr dabei gewesen seid. Macht es gut. Ciao und auf Wiedersehen. Tschüss.